Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind hier wieder noch, oder sind hier wieder noch immer noch bei Wald demnächst. Nein, wir sind hier zugange und sind gerade dabei, hier einzusehen. Wunderbar, der Helfer hat hier traumhafterweise den Übergang gleich sehr schön hingekriegt. Ich gucke gerade mal da vorne. Nö, also Probleme dürften wir da auch keine kriegen. So, ich seppe mal so rum durch. Einfach mal um zu schauen, wo denn die einzelnen Kollegen hier so zugange sind. Ja, den Jeep, das ist auch so ein Thema. Wo wir gerade hier dabei sind, könnten wir mal schnell gucken, wie es denn überhaupt bei unseren Kühen aussieht. Kühe, so, Silage noch 50.000, Mischration noch 10.000, das reicht eigentlich auch erstmal noch aus. Was sagen denn unsere Schäfchen? Halt, falsche Statistik, so. Scharfe Futterdruck noch 2300. Ja, da könnten wir mal gucken. Da haben wir ja die eine Palette schon zur Seite geschoben. Da müssen wir auch mal bei Gelegenheit schauen, dass wir uns ja hier noch etwas zulegen, mit dem wir dann die Wollepaletten verkaufen können. Haben wir schon überlegt, ob wir hier vielleicht einen Wagen holen, wo wir die Paletten draufstellen. Denn das ist ein ganz schön weiter Weg. Und da möchte ich natürlich auch nicht mit jeder einzelnen Palette rüberfahren. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben, was ihr davon haltet, wenn wir da einen entsprechenden Wagen, einen entsprechenden Hänger kaufen, mit dem wir dann das Ganze sozusagen sammeln und dann dort zur Spinnerei rüberfahren. So, hier gucken wir mal, ob unsere Schäfchen noch Interesse haben an ein klein wenig Futter. Ne, dafür haben wir ja unseren Super-Profi-Hopper, der irgendwie aber noch nie so richtig zum Einsatz kam. Oh, Hecklenker, genau, sollte man ja berücksichtigen. So. Gucken wir mal, ob wir da noch was abgeben können. Ansonsten sieht soweit schon mal ganz gut aus. BGA können wir auch noch ein bisschen weitermachen, damit wir da auch so finanztechnisch noch ein bisschen vorankommen. Und ja, danach schauen wir mal. Also ich habe jetzt noch keine Rückmeldung von euch bekommen. Ah, ein bisschen was ging rein, war aber nicht viel, alles klar. Können wir hier die Zündung gleich wieder ausmachen. So, und hier, das ist Kuhstall. Da müssen wir auch mal bei Gelegenheit weiter gucken. Ich glaube, wir müssten nämlich unbedingt auch hier mal wieder ein bisschen Mist auffüllen. Das könnten wir eigentlich mal gerade machen. Dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, erstens ein bisschen Mist von den Kühen wegzunehmen. Mal gucken, ob überhaupt noch was da ist. Das war ja beim letzten Mal so ein bisschen das Problem. Einmal ums falsche Gebäude rumgelaufen. Kommt auch gut. So, denn ich glaube, die Mist... Fächer hier, kurz hochspringen, ja, sind nur noch teilweise bzw. manchmal gar nicht mehr gefüllt. Und das bringt natürlich, sagen wir mal, nicht wirklich viel. So, lassen wir uns mal überraschen, was jetzt in der Mistgrube drin ist, oder was? Und wie Sie sehen, ja, sehen Sie nicht viel. Ist also nicht so richtig viel los. Gut, mal gucken, ob wir da eventuell ein bisschen was noch verarbeitet kriegen. Schauen wir, wie viel Mist drin ist. Der zeigt gar nichts an. Okay, das reicht noch nicht mehr für eine Fuhre. Dann brauchen wir, glaube ich, da gar nicht groß weitermachen. Dann switchen wir hier rüber mal, weil das dauernde Durchseppen macht irgendwann auch müde. Den haben wir genau soweit schon fertig. Wir haben aber hier hinten irgendwie noch ein bisschen was. Gerade mal hier gucken. Oh, da stehe ich nämlich auch noch gleich im Weg. Da ist es gut, dass wir gleich hier geguckt haben. Denn den Knaben müssen wir natürlich dann auch wieder aus dem Weg schaffen. So, wir fahren mit dem Jungen nämlich erstmal weg. Ich muss nochmal gerade gucken, dass wir da in die richtige Richtung fahren. Jo, sieht ganz gut aus. Beziehungsweise, wir könnten eins erstmal machen. Wir klappen als erstes mal hier das Gerät aus. So, klappen auch gleichzeitig das Gerät ein. So, dann sind wir da nämlich auch gut dabei. So, jetzt müssen wir das Gerät nochmal wechseln, dann können wir den abkuppeln, hinten dranhängen. Und ich würde sagen, dann stellen wir den einfach vorne zu dem anderen Kollegen mit dazu. Also das mit der Doppelernte, also mit zwei Mähdreschern hier, klappt wunderbar. So, einmal kurz ankuppeln. Ah, noch ein Stückele. So, jetzt passt's. Und ja, da bin ich mal gespannt. Danach kommt ja der Raps. Mit dem Raps können wir natürlich hier auch unheimlich viel machen. Denn selbst bei der großen Fläche dürfte da richtig viel reinkommen. Außerdem gucken wir uns dann auch noch bei Gelegenheit mal die Preise an, dass wir sehen, ob wir vielleicht irgendwas gewinnbringend gut verkaufen können. Denn wir wollen natürlich auch schauen, oh, da hat er es stehen lassen. Schade. Wollen natürlich auch schauen, dass wir also auch finanziell ein bisschen vorankommen. Wir wollen ja am Feld 36 unser Solarfeld ein bisschen erweitern. Und ich denke, wir könnten uns dann auch ruhig das Feld
24, 25, 28 da in der Richtung mal orientieren, ob wir da was kaufen. Ist noch relativ in der Nähe des Hofes, also ich denke mal, da können wir dann auch mit den vorhandenen Maschinen hinkommen. Denn für später, wenn wir zum Beispiel so 37, 38, 39 haben, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Das ist nämlich ein ganz schön weiter Weg und da gibt es, glaube ich, auch keinen absoluten direkten Verbindungsweg. Wobei ich glaube, unterhalb Feld 25 gibt es eine Verbindung zur 39, so wie ich das hier auf der Map gerade sehe. Aber Moment, das können wir uns eigentlich auch gleich mal anschauen. Ja, da unten gibt es einen Weg. Ich gehe aber mal auf die andere Karte, dass man auch die Feldnummern sieht. Also, na, da sieht man es jetzt nicht toll. Also da, wo jetzt Feld 25 ist, müsst ihr mal gucken. Da gibt es wohl einen Verbindungsweg von der Mühle runter direkt zur 39 war das jetzt, glaube ich, genau. Und da könnten wir vielleicht dann auch noch was machen. Das schauen wir uns aber dann mal Jons in Ruhe an. So. Hier haben wir auch noch ein bisschen was, da können wir jetzt mal gucken. Wir haben die Weizenernte durch. Der Weizenpreis ist allerdings gesunken. Ja, wäre natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, das zu verkaufen. Mühle bietet noch 504, ist aber eigentlich nicht das Preisniveau, für das ich es verkaufen möchte. Also von daher werden wir das hier am besten auch erstmal ins Silo packen. Und außerdem können wir uns schon bald wieder auf die nächste Ernte vorbereiten. Das heißt, da haben wir dann auch noch ein bisschen Arbeit. Aber ich würde sagen, vorher schauen wir mal, dass wir bei der BGA ein bisschen weiterkommen. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen Geld, können vielleicht noch ein Solarmodul kaufen und dann, wie gesagt, so in Richtung Feld 24 gehen. Das kann ich euch jetzt so im Vorbeifahren auch gleich nochmal zeigen. Auch wenn jetzt im Moment die Sicht alles andere als schön ist, aber irgendwie muss es ja dann doch mal. Das Feld hier können wir uns auch noch kaufen. Das wäre auch noch interessant. Ja, ist nicht weit vom Kuhstall. Keine Ahnung. Also für einen Kuhstall haben wir, glaube ich, genug, weil durch die zwei kleinen Felder, die wir gekauft haben, haben wir ja auch entsprechend die Möglichkeit, dann das Gehäckselte für die Silage bereitzustellen. Genau, da war nämlich noch ein Thema. Big X, ne? Da brauchen wir auch noch ein bisschen Geld. Also denke ich mal, ist BGA so als nächster Schritt gar nicht verkehrt. Die Sämaschine hat eh noch ein bisschen zu tun. Dann können wir uns da gleich mal hoch Richtung BGA begeben. Kleines bisschen brauchen wir dafür, ne? Noch so gute 350.000 Euro werden wir brauchen. Und dann schauen wir mal, ob wir die da über BGA und dann den Getreideverkauf noch zusammenkriegen. Weil ich würde nämlich ganz gern nach Möglichkeit ja, schauen, dass wir vielleicht sogar gleich die erste Ernte von den zwei kleinen Feldern direkt für die Silage nutzen können. So, um die zu nutzen, müssen wir aber auch gucken, dass wir das Silo dann bei Zeiten leer kriegen. Da schauen wir dann mal. Habe ich schon überlegt, ob wir unsere Kuhherde vielleicht auch noch ein bisschen erweitern. Also ihr seht, es ist alles im Moment böse am Wachsen, weil jetzt kommt so langsam richtig gut Geld rein. Einzige Problem wird sein, wir werden dann wahrscheinlich mit der Mischration ziemlich viel zu tun kriegen. Aber das schauen wir uns dann auch gleich mal an. So, also einmal hier das Ganze ausladen. Dann können wir parallel mal ganz kurz hier bei der BGA gucken. Gucken aber auch nochmal auf die Statistik, weil ich würde gerne mal wissen, wie viele Tiere haben wir denn überhaupt im Moment. Wir haben jetzt 111 Tiere. Ja gut, und Silage 51.000 Liter. Dann haben die also schon noch ein bisschen was zum Fressen. Das heißt, da haben wir eigentlich noch einen Moment Luft. Dann werden wir hier erstmal jetzt ein bisschen die BGA füttern. Durch die Einsaat können wir es eh nur in Echtzeit laufen lassen, also machen wir einmal sozusagen den Slot hier voll. Wir sehen schon, 2 und 3 ist schon gut dabei, aber das nächste ist auch schon bald erntereif, also das ist dann so ein Thema. Ich glaube, deswegen haben sie es im 15er auch ein bisschen, ja, ich sag mal, unattraktiver gestaltet, weil ansonsten haben viele Leute, glaube ich, den Landwirtschaftssimulator dann dezent umgewandelt zum BGA-Simulator, weil das bringt am meisten Geld, da kann man am meisten mitmachen, also BGA-Silos vollknallen, Kohle machen, alles gut. Möchte ich natürlich nur eingeschränkt so machen. So als finanzielle Unterstützung ist es schon schön, aber es soll natürlich nicht unsere einzige Einnahmequelle sein. So, wir kommen hier vom Ganzen auch jetzt ein bisschen voran, gehen jetzt auf die ersten 100.000. Hat natürlich dann für uns den Vorteil, wir kommen auch dem Big X ein bisschen näher.
So, wenn wir hier gleich mal weiterschaufeln, wir sehen schon, wow, wir haben hier noch richtig viel drin, über 100.000 Liter. Nebendran das Silo, da ist auch noch mal eine ganze Menge drin. Also wird nicht ganz für den Big X reichen, aber zumindest bringt es uns den Big X deutlich näher. Und dadurch, dass wir auch unseren Solarpark erweitert haben und die Gewächshäuser haben, denke ich mal, sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo wir gute laufende Einnahmen haben. So, musst du nur mal gerade gucken, weil der Bildschirmschoner von meinem Handy hat sich aktiviert, dadurch war der Timer verschwunden. So, 0 Liter, 1% Füllstand, das ist auch interessant. Ah, jetzt ist es raus, da war wohl noch ein Tropfen Silage drin. Auch nicht schlecht. So, hier machen wir mal weiter, sind jetzt schon bei 112.000, also das geht richtig gut. Für alle, die sich jetzt wundern, warum das vielleicht abweicht von dem, was sie an ihrem Ertrag haben. Also ich spiele hier auf der Schwierigkeitsstufe normal, weil auf leicht gibt es natürlich noch mehr Geld, aber ich finde leicht ein bisschen zu leicht. Und schwer ist brutal, das haben wir im Hardstyle damals gesehen. Da kam dann so gut wie nichts bei rum. Wir mussten richtig kämpfen, ich glaube knapp 40 Folgen, bis wir da mal richtig überhaupt ansatzweise auch nur die kleinen Felder uns leisten konnten. Weil im Schwierigkeitsgrad hart ist es halt so, man kriegt sehr, sehr wenig. Ne? Da liegt dann so der Körnerpreis für Mais und so weiter im Schnitt bei 280 bis 350. Und ja, BGR bringt dann auch nur noch 3.000 pro Schaufel, ist also auch ziemlich brutal. Und ja, da dann entsprechend das Ganze hier hoch zu pushen, ist natürlich schwierig. Gut, wir sind jetzt hier im Normal bei über 440 Folgen schon. Allein das ist schon mal der Hammer. Wir haben also schon 1,5 Jahre sozusagen fast hier das Let's Play am Laufen. Und ich bin da echt froh drüber, dass ihr auch gesagt habt, dass wir das weiterführen. So, immer hier aufpassen wegen Schadensmodell. Das ist nicht gut, weil macht Aua, Aua kostet Geld und das brauchen wir. So, mal gucken, wie viel wir da jetzt noch reinkriegen. Da ist wieder ein Körnchen drin. Wieder, ne, will er nicht raus haben. Na gut, dann bleibt's halt drin. Wir müssen ja eh noch ein bisschen schaufeln, ne? So. Wenn wir hier mal gleich gucken, wie wir vorankommen. Ja, haben wir jetzt schon gut was weg. Das ist in Ordnung. So, und man sieht, ja, langsam leert sich auch dieses Silo. Denn ihr seht es vielleicht in der Verlängerung, auch wenn es ein bisschen diesig ist. Das Feld 7 ist auch schon in der letzten Wachstumsstufe. Das heißt, da kommt bald der nächste Raps schon rein. Da können wir mal schauen, ob der Preis gut ist, weil dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, das direkt oben an der Gaststätte zu verkaufen. Dass wir es gar nicht erst bis zum Silo fahren. Puh, da geht aber auch viel rein. Aber das ist auch gut. Bringt uns nämlich auch wieder Gülle. Ne? Die brauchen wir ja auch wieder zum Düngen hier oben. Denn unser Garant mit 32.000 Liter will ja auch wieder gefüllt werden. So, ein Schäufelchen testen wir mal noch, probieren wir mal noch. Dann haben wir schon wieder über 40.000 da drin. So. Und ja, hier geht es jetzt runter auf 66.000. Aber okay, das ist auch nochmal ein Haufen Geld. Und ihr seht schon, wir sind bei über 150, gleich 160.000 Euro. Also das bringt uns natürlich in Richtung Big X deutlich der Sache näher. So. Bin mal gespannt, ob wie weit wir mit der Ernte jetzt kommen. Mit der Ernte sei schon mit der Einsaat. So, noch ein Stückel vor. Aufpassen, ich will wie gesagt nicht mit dem Reifen hängen bleiben, da gibt es ganz schnell Schaden. So, und jetzt schauen wir. Ah, eben ist es soweit erledigt, okay. Das hat sich also hier jetzt gerade, ja, gefüllt. Das war's dann für heute. Zündung machen wir mal aus, weil solange wir drin sitzen, läuft das trotzdem weiter. Was ich immer noch cool finde, ist, das Ding hüpft. Ne? Habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Der hüpft immer noch da durch die Gegend. Keine Ahnung why, aber ist halt immer so. So, und ja, mähen brauchen wir im Moment nicht. Jetzt gucken wir gerade nochmal kurz hier unten. Genau, wir könnten eigentlich nochmal schnell eine Portion Mischration machen, denke ich mal. Da kriegen wir erstens auch ein bisschen Silage weg und zum zweiten, ja, wollen wir, wenn wir die Herde erweitern, natürlich sowieso dann schauen, dass wir mehr Silage haben, weil nur das hält im Prinzip dann, Silage ist ja schon Mischration, meine ich natürlich, weil nur das hält im Prinzip dann die Produktivität der Kühe auf circa 100%. Ohne das sind wir bei 80%. So, mal gucken, ob ich das von hier drinnen jetzt gut sehen kann. Ich glaube, auf den Ballen muss ich, weil das sieht man auch ziemlich schlecht. So, dann fahren wir mal vorsichtig ran, weil ich will das Ganze ja nicht umwerfen. Ja, das ist der richtige. So, ein Stück reinfahren vielleicht noch. So. Ah, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Ich glaube,
Ich stecke schon ein bisschen zu weit drin. Also hier im Strohballen, nicht, dass ihr jetzt was Falsches denkt, Freunde. Ja, da war ich ein bisschen weit drin. Aber gerade noch gerettet. Ja, da muss man vorsichtig sein, weil das kann ganz schnell dann zum Chaos führen. Let's Play Kompakt hat man da schön gesehen, ne? In der Folge Ich und Strohballen. Da war das also ziemlich übel, weil da ist wieder ein ganzer Haufen umgefallen. Das war natürlich nicht besonders gut. So, was auch nicht besonders gut ist, ist, dass die Zeit eigentlich schon wieder rum ist. Aber den will ich da eigentlich ganz gerne noch rein verfrachten. Gucken, ob ich das noch hinkriege, ohne alles Mögliche umzureißen. Jo, klappte eigentlich relativ problemlos. Das ist schön. Dann setzen wir den mal wieder ab. So, machen auch hier die Zündung aus. Springen da mal gerade zu unserer Sämaschine. Mal gucken. Ja, die kam richtig gut voran. So, müssen wir natürlich hier auch den Düngestreuer ausschalten. Der hat auch nicht mehr viel zu tun. Das schaffen wir in der nächsten Folge locker fertig. Und von dem Punkt sage ich für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.